Examination in the Art of Wine, held by the authority of the Institute of Masters of Wine. Ja, Frank Röder ist Master of Wine. Hier steht er. Ja, ich grüße dich, Frank. Hallo Sven. Es gibt was zu feiern. Du hast was in der Hand. Du hast nämlich einen Champagner in der Hand, einen Grand Cru. Ja, was ist das für ein Champagner? Das ist von einem kleinen Winzerhaus, ein sogenannter Winzer-Champagner. Ein Kleinbetrieb, also keine große Champagner-Marke, aber er stammt aus den besten Lagen der Champagne, aus ausschließlich Grand Cru-Lagen gemachter Plan de Plan Champagner. Ja, den trinkst du nicht jeden Tag, der wird gleich entsprechend geopfert, denn es gibt was richtig Tolles zu feiern. Ja, wir haben nämlich hier mit Thomas Curtius den 9. deutschen Master of Wine, der gerade vor wenigen Wochen die Info erhalten hat, dass er der neue Master of Wine ist. Und gleichzeitig feiere ich mein 10-jähriges Jubiläum als Master of Wine. Und deswegen habe ich ihn eingeladen, hier heute zu sein, um gemeinsam auf dieses bedeutsame Erlebnis anzustoßen. Ja, ihr fahrt gleich anschließend zu einer bedeutenden Weinregion. Der Weinregion Mosel. Ja, stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin, wie Frank schon gesagt hat, Thomas Curtius, bin jetzt der, nicht unbedingt der jüngste, aber der neueste deutsche Master of Wine, die Nummer 9. Ja, trink auch gern Blanc de Blanc Champagner und fahre auch gern an die Mosel. Das ist, ja, dann seid so lieb, mach den mal auf und wir werden uns gleich mal unterhalten, was ist eigentlich ein Master of Wine und warum hat denn der Thomas 7 Jahre lang gebüffelt und auf alle weltlichen sinnlichen Dinge verzichtet, um Master of Wine zu werden, ja. Das werden wir gleich mal erfahren. Ja, Grand Cru, vielleicht fangen wir direkt mal an, Thomas, komm mal kurz zu mir auf die Seite. Er macht ihn jetzt mal auf. Was gibt es da zu beachten beim Öffnen? Nichts Berühmtes, oder? Ja, was man auf jeden Fall aufpassen muss, dass einem der Kork nicht ins Gesicht knallt und auch sonst niemanden verletzt. Das ist das Wesentliche. Oder? Durch den Druck, genau. Und natürlich auch, dass der Champagner in der Flasche bleibt jetzt beim Öffnen und nicht alles raussprudelt, weil dafür ist er zu schade. Also das so, wie man das kennt bei der Formel 1, schütteln und so weiter, das wäre schlimm, oder? Ja, dafür sind wir eben Master of Wine und nicht Formel 1 Champions, weil da gehen wir einfach sorgfältiger mit um. So, wenn der jetzt eingegossen wird, die Farbe, kann man da schon was sehen? Ja, schaut jetzt mal, wenn du dir die Farbe anguckst, ist ja schon recht hell, ja? Ja. Immer für, auch für einen Champagner, so dass du sagst, okay, würdest du sagen, es sind Weißweintrauben, entsprechend, was er gesagt hat, Blanc de Blanc, also Chardonnay-Trauben. Und das sieht man hier schon einen ersten Hinweis, gibt schon die helle Farbe. So, wie viel sollte man einschenken? Ist das gut hier? Er ist Master of Wine, natürlich weiß er, wie man einschenkt. Das sind die Tipps, ja, nee, Spaß beiseite. Wenn wir den jetzt mal vorstellen, den Wein, wir blenden auch gleich nochmal kurz ein, ja, der Preis von dem Wein, was kostet er? Von dem Champagner? Das ist das Charmante an den Winzer-Champagnern. Die zahlen eben, da muss man nicht das ganze Marketingbudget der großen Marken mitbezahlen, sondern man bezahlt nur das Produkt. Und deswegen ist er eigentlich für einen Champagner dieser Qualität extrem günstig. 36 Euro kostet die Flasche. Und das ist eine wirklich ausgezeichnete Qualität. Und würdig, glaube ich, um auf deinen Master of Wine anzustoßen. Danke, Frank. Zum Wohl. Und herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe eben schon erfahren, bitte einmal trinken. Ja, das möchte ich dann mal nochmal drauf haben, weil dann fange ich erst an zu fragen. Und? Ja, hervorragend. Blanc de Blanc, schön frisch, sehr fokussiert, sehr pointiert. Das ist das Schöne am Blanc de Blanc, weil die haben immer eine unglaubliche Frische und wirklich, da geht es um die Traube selber, ist hervorragend. Sehr gut. Frank? Ja, absolut d'accord. Dazu kommt noch eine klasse Mineralität hinten dran aus dem Kreideterroir in dem Ort Cramont. Also es sind mehr als 10 Meter dicke Kreideschichten und das ist das perfekte Terroir für Chardonnay und natürlich besonders für Champagner. Wow, ich bin begeistert, ja. Man könnte jetzt natürlich auch einiges erzählen über das Weingut und so weiter. Du warst schon mal da? Nee, noch nicht. Es ist aus Franks Kollektion, aber man kann auch wirklich auch noch sehr, sehr viel mehr über den Champagner, über den Wein selber sagen, weil also er sagt, diese Frische, aber wenn du dir diese Perlen anschaust, die Perlage,
diese Cremigkeit und die ganzen schönen, feinen Perlen im Mund, das macht einfach Spaß, jetzt schon so zu trinken, hervorragend. Ja, es ist so, ihr seid begehrt, genau, 7 Jahre lernen. Mhm. Ich habe eben so gewitzelt, was habt ihr für eine Stufe, was ist der Master of Wine? Und da hat der Frank gesagt, naja, da gibt es nur eine Antwort drauf. Das ist die beste Auszeichnung, die man haben kann auf der Welt. Ja, das ist so der 9. Dan im Weinwissen. Im Weinjude. Ja, das ist der Weinjude, Weinkarate, 9. Dan. Also mehr geht dann auch nicht. Ja, das heißt also, wenn du bist viel auch beruflich unterwegs, da, ich sag mal, da musst du auch mal übernachten, da hast du auch mal Freizeit. Ja. Da, ich sag mal, sagst du zum Beispiel, ich fliege mal nach Australien, man gibt das bekannt und da gibt es auch schon mal Leute, die rufen an und sagen, hast du nicht mal Lust vorbeizukommen? Ja, sag mal so, natürlich auch über die Ausbildung hinweg, man hat natürlich ein unglaublich breites und großes Netzwerk, auch an Leuten, man lernt wahnsinnig viele Leute kennen, aus den Regionen, aber auch über die Region hinaus. Und das ist einfach das Tolle, uns verbindet halt der Wein und da trifft man sich gerne, da tauscht man sich gerne aus und das Schöne ist ja auch das Weinwissen, was man hat, das endet ja nie, es geht ja immer weiter und es gibt immer Dinge, die man nicht weiß und da möchte man weitermachen. Das ganz starke ist, du hast vor 10 Jahren das gemacht. Wie lange hast du gebüffelt? Ich habe 5 Jahre gebraucht und war damit überragend schnell. Aber das ist einfach für uns Deutsche auch ein schwieriges Unterfangen, weil die angelsächsische Ausbildungskultur und auch Prüfungskultur ist eine ganz andere als in Deutschland. Der Theorieteil, der muss in Essayform geschrieben werden. Wir haben gar keine in der Schule nicht gelernt, was ein Essay ist. Und allein das hat mich 2 Jahre zurückgeworfen. Und bis man das einmal verstanden hat und dann spielend damit umgehen kann. Und ich nehme an, es gibt die meisten Master of Wine, gibt es in England, oder? Ja, weil es ist eine englische Ausbildung und da ist auch klar, dass dann die meisten Master of Wine dann auch aus dem Angelsächsischen oder auch aus England kommen, aus UK. Ja, ja, also das bedeutet, du hast das ja aus dem Hobby gemacht, sage ich mal. Das heißt, also ihr wart ja früher viel auf Reisen, ja. Dann geht man ja weg, trinkt mal was. Du hast eben noch eine Weinmarke genannt, ganz am Anfang, die du deiner Frau, als du noch ganz jung warst, was war das nochmal? Ja, das war was, wollen wir jetzt hier keine Werbung machen, aber es war was, was man im Supermarkt, in allen Supermärkten zu einem sehr, sehr guten Preis kriegt, aber am Ende was ist es halt, genau, fängt mit B an und hört dann hinten mit einem T auf und mehr sage ich nicht. Ja, okay. Und das war so, ich sag mal, so ein bisschen der Einstieg und dann wurde es immer feiner, du wolltest immer mehr wissen. Du hast mir auch mal gesagt, ganz viele kennen sich aus mit einer Weinregion. Das können viele. Ich sag mal, die kennen vielleicht den Riesling und sind da sehr, sehr gut, aber die Welt ist stark gewachsen. Das heißt, die Kommunikation, das ist ja dein Thema auch im Beruf, das ist heute möglich, binnen Sekunden zu kommunizieren und die Welt ist groß geworden, die Weinwelt. Die Weinwelt ist unglaublich groß geworden. Also wenn man jetzt in die 50er, 60er Jahre geguckt hat, hätte da über australische, über chilenische Weine gesprochen, das ist heute halt alles anders. Und es ist auch unglaublich faszinierend, auch wenn man dann mal Master ist, man weiß halt, man ist nie fertig auch mit dem Lernen und es geht immer weiter. Und das ist das Spannende auch an einem Produkt wie Wein, es ist unglaublich vielfältig, interessant, intensiv und vor allem auch extrem kommunikativ. Aber wie habe ich mir das vorzustellen, 7 Jahre lang? Du hast gesagt, also wirklich alle Entbehrungen sein zu lassen, das war kein Spaß. Nee, es war kein Spaß. Also es ist immer so, man kann es mit Hochleistungssport vergleichen. Ne? Also wenn ich jetzt für Olympia trainiere, dann muss ich auch mit einem klaren Plan, mit relativ viel Disziplin und auch mit relativ viel Liebe zu dem, was man da macht, rangehen. Und man braucht auch ein Umfeld, was einen dabei unterstützt, sowohl andere Master of Wine, die den Weg schon gegangen sind und einen dann auch als Mentoren unterstützen und auf der anderen Seite aber auch ein familiäres Umfeld, auch Partner, die dann sagen, okay, wir fahren dann halt wieder in eine Weinregion in den Urlaub und nicht an den Strand. Ist ja so, man kann das nicht kaufen, man bewirbt sich quasi, also es gibt da im Prinzip wie The Voice of Germany so ein bisschen eine Vorrunde und da gucken die erstmal in Test, hast du ein Grundwissen, kennst du dich überhaupt aus? Ja gut, klar, weil ich meine, das ist jetzt die, was Frank gesagt hat, wir sind da wirklich am Olymp der Weinausbildung und da muss ich auch mit einem gewissen Fertigkeiten dann einsteigen. Ja? Ich gehe auch nicht auf den Mount Everest und bin vorher noch nie auf dem hohen Berg geklettert und da ist es genauso, weil am Ende die Plätze sind ja auch limitiert und du willst dann halt eben auch Menschen haben, die diese Plätze dann auch entsprechend noch ausfüllen und es dann auch abschließen am Ende des Tages. Ja, bei euch haben die Frauen eine ganz große Rolle gespielt oder spielen immer noch, ja. Ich habe dann gefragt, ohne Frau geht das gar nicht. Also ihr habt da mitgemacht, was hat die Frau, ich sag mal, die hat ja auch viele Entbehrungen gehabt, ja. Du warst viel unterwegs, warst nicht da. Gut, einigen Frauen gefällt das, ja, wenn der Mann mal nicht da ist.
Aber ihr seid echt viel unterwegs. Ja, ja. Ja, und es ist dann auch 7 Jahre lang ist es halt zäh, weil es eben ja nicht nur die Reisen ist, sondern auch da wieder der Vergleich zum Sport. Wenn du für einen Sport trainierst, am Ende des Tages brauchst du jemanden, der dich coacht, der dir die Dinge auch aus dem Rücken, den Rücken frei hält, Dinge erledigt, zu denen du einfach nicht kommst, dass du dich auf das fokussieren kannst. Weil es ist einfach ein Hochleistungssport. Und wenn ich da antrete und nicht voll fokussiert bin, dann werde ich es nicht schaffen. Keine Chance, ja. Vielleicht eine Frage, was ist so dein Lieblingswein? Das ist eine gute Frage, weil die Frage kriegt mir immer gestellt. Da sage ich, das ist wie bei der Musik. Gibt es eine Lieblingsmusik, wenn man sag mal, das ganze Haus voller CDs, voller Platten hat? Aber es könnte auch sein, der Papa hat vielleicht was vorgegeben. Was ich mag, ist immer frische Weine, sowohl bei Rotwein als auch bei Weißwein. Also beim Weißwein. Riesling mag ich schon sehr, sehr gerne. Aber was heißt frisch? Frisch, indem ich eine gute Säure habe, dass ein Wein mich belebt am Ende des Tages und nicht müde macht. Das ist bei mir entscheidend. Und das ist bei den Weißweinen, ist es der Riesling. Ich trinke gerne bei den Rotweinen Pinots, die auch mit einer guten Frische, mit einer Intensität gleichzeitig unterwegs sind. Ja, aber die Weinwelt ist so vielseitig, dass es gar nicht den Lieblingswein gibt. Weil vielleicht trinken wir heute Abend den Lieblingswein, wir wissen doch gar nicht, was es ist. Sag mal, die Amerika ist ja Vorreiter für alles, ja, die können ja alles und wissen alles. Ich bin selber Halbamerikaner, ja, musst du dir vorstellen. Wenn ich in Amerika in den Weinhandel gehe, ja, dann sehe ich immer nur so ein Hundertstel der Auswahl von hier, gefühlt. Ist das langsam auf dem Aufwind, Amerika, dass die so da reinschnuppern in gute Weine? Oder ich sehe halt auch in den Supermärkten, Wein ist da nicht so das große Thema. Der Weinmarkt in Amerika ist einfach ein komplett anderer. Aber da ist guter Wein genauso verbreitet, wie er hier verbreitet ist. Ja. Aber die Struktur des Handels und da, wo Wein verkauft wird, ist einfach in Amerika anders. Und das muss man immer berücksichtigen. Aber in Amerika gibt es genauso gute Weine, wie man sie hier kriegt. Du warst in China schon mal Wein gucken? In China auch. Und China ist natürlich, es gibt ja auch nicht das China. Auch in China musst du wieder gucken. Bin ich in Hongkong unterwegs? Bin ich in Mainland China unterwegs? Und auch da in den Regionen. Also wir haben immer hier so ein Bild, so dieses eine Reich der Mitte. Und das ist es nicht. Also China ist unglaublich vielfältig. China ist unglaublich auch im Aufwind, was da gerade sich auch in der... Ich hatte gesehen im Bericht, die bauen in der Wüste, haben sie eine Wüste reaktiviert, bauen dort Wein an. Ihr seid sehr gefragt, um auch rauszukriegen, ist der Wein überhaupt gut? Ja. Werdet ihr öfter schon mal eingeladen und mit der Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, was heißt, werden wir eingeladen und sind von jemandem, der fragt, auf dem richtigen Weg? Also wir werden natürlich sehr, sehr viel in diese Richtung gefragt, im Sinne, wie seht ihr denn die Welt? Und ich glaube, das wird auch gute Hinweise geben können, gerade unter der globalen Perspektive, weil das, was wir halt machen und was wir, darum dauert es dann am Ende auch mit 7 Jahren, man muss halt tatsächlich die Weinwelt in der Fülle begreifen. Man muss sich auch vielleicht von seinem eigenen Denken hier regional, national, europäisch lösen und versuchen, weltweit zu verstehen. Und da können wir, glaube ich, schon weiterhelfen, weil das bringen wir mit. Ich habe eine ganz persönliche Frage an dich. Wenn jemand süßen Weißwein liebt, ist er dann ein schlechter Weinliebhaber? Nein, warum? Es gibt hervorragende süße Weine, es gibt ganz schlechte süße Weine, es gibt hervorragende trockene Weine und genauso wie es ganz schlechte trockene Weine gibt. Also, das heißt, das kann man. Jeder soll auf jeden Fall erstmal das trinken, was ihm schmeckt. Genau. Und was ihm gefällt. Und er soll vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, auch wie viel gibt er, wie bei anderen Lebensmitteln, auch wie viel gebe ich dafür aus? Und wenn ich ganz wenig ausgebe, ist vielleicht auch die Qualität, kann dann gar nicht so gut sein. Mit so einer Frage anzufangen für sich selber und dann einfach wirklich keine Wissenschaft draus machen, das trinken, was ihm gefällt. Ich glaube, das ist eine gute Ausgangslage. Ja, das ist ja auch was ganz Wichtiges. Ihr findet immer wieder Weine, das habe ich euch eben schon gefragt, wo ihr denkt, wow, das geht so in die 90er rein. Ja, wir haben auch darüber gesprochen, 99er Weine, das kann die Welt nicht bezahlen, wenn es nur 99er gäbe. 99 Punkte, muss man dazu sagen. Nicht, dass das 99 Punkte verwechselt wird. Genau, aber... Die ominösen Parker-Punkte nach dem 100-Punkte-Schema. Aber ihr habt ziemlich oft Weine, wo ihr sagt, wow, das müsste die Welt eigentlich mal wissen. Wie geht ihr dann vor, wenn ihr auf so ein kleines Juwel stoßt? Das kommt darauf an, was man vorhat. Will man es wirklich, dass es ein Juwel bleibt? Dann verrät man es eben nicht. Aber jetzt in meiner Position als Weinhändler sehe ich es auch als meine Aufgabe, Dinge zu entdecken, die eben nicht an jeder Ecke stehen, sondern die sogenannten Geheimtipps und das auch dann für meine Kunden einzukaufen und dann darüber zu kommunizieren und denen das vorzustellen, sich selber probieren zu lassen. Und wenn die dann genauso begeistert sind wie ich, dann habe ich alles richtig gemacht. Also ich mache mal einen kurzen Test, das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Du hast auf deinen nächsten Sonntag, Tag der offenen Tür, ein weltbekanntes Weingut. Wie heißt das?
Das ist am 25. Oktober. Da haben wir einen Wein- und Deinabend im Albrechts Casino in Saarbrücken. Und da kommt das Weingut Ornellaia. So, das sagt ihr was? Ja, Ornellaia. Hervorragend. Also Frank, ich bin dann dabei. Ja? Das ist ja wirklich schön. Das ist hervorragend. Also wirklich, Ornellaia ist ja wirklich eins der Maremma Bolgheri von eins wirklich der führenden Weingüter Italiens, die ja wirklich eine ganze Region auch mitgeprägt haben. Und von daraus ist das irgendwie auf jeden Fall eine Veranstaltung, da sollte man tatsächlich... Weltklasse. Ja. Ein schlechter Test war es jetzt. Denn, ich habe gedacht, ja, aber kenne ich nicht. Nee, aber das ist ja... Das kennt man. Bei sowas würden wir nicht in die Schnäppchen treten. Ja. Ich zeige mal gerade, du hast ein ganz großes, dickes Buch, wenn du es mal gerade mal holst. Das haben wir da vorne, das war jetzt auch nicht abgesprochen. Ich zeige nur mal was. Ja. Das ist ein Weinlexikon, davon gibt es wahrscheinlich auch mehrere. Aber das ist wahrscheinlich das Weinlexikon, das oder? Das Weinlexikon, das war das erste auf dem Markt, das sich über jetzt Jahrzehnte schon immer wieder weiterentwickelt hat. Genau, wenn du es mal gerade aufmachst, das ist die Schrift ist nicht für alte Leute. Das ist halt ein echtes Lexikon. Ja, ne? Es sind auch keine Bilder drin, also es ist tatsächlich zum Lesen. Ja, das ist... Und geschrieben von Chances Robinson und die wiederum ist auch Master of Wine und zwar eine der berühmtesten und einflussreichsten Personen in der Weinwelt. Ja, du hast darüber gesprochen. Ich habe dich nämlich gefragt, wann wurde Master of Wine gegründet? Du hast im Lexikon nachgeschaut. 1953 gab es die ersten Prüfungen und also seit mehr als 60 Jahren, wo man jetzt überlegt, es gibt 390 Masters of Wine weltweit in dieser Zeit. Also ich trage die Nummer 329, die ist dann auch hier oben auf dem letzten Endes auf dem Emblem hinten drauf eingraviert. Du bekommst irgendwas zwischen 383 und 400. Nee, 390 wird dann eher seine Marke im November erhalten, wenn er im Institut dann auch seine Ernennungsurkunde bekommt. Und so hat halt jeder auch seine ganz eigene Nummer. So, wir hatten eigentlich vor, wir trinken noch einen weißen Rotwein. Das schenken wir uns jetzt. Ihr müsst an die Mosel. Ja. Was war das für ein Tag, als du erfahren hast, dass du bestanden hast? Oder hat dir das vorher auch schon einer gesteckt? Nee, also man kriegt dann tatsächlich vom Institut einen Anruf am Morgen. Man weiß, an dem Tag werden sozusagen die neuen Master of Wine verkündet. Und dann gibt es einen Anruf, der entweder positiv oder negativ sein kann. Ja. Und der Anruf kam, der war dann positiv und dann war auch eine gute Welle an Gratulationen, an E-Mails, an Anrufen, an persönlichen Menschen. Da bist du selber mal in deinen Weinkeller runter. Ja, da bin ich auch in meinen Weinkeller und auch da haben wir dann zusammen eine gute Flasche geöffnet. Und über die nächsten Tage hinweg dann noch weitere. So, sag mal gerade den Vornamen deiner Frau. Feodora. Feodora. Feodora, ja. Feodora. Also Feodora, du hast alles richtig gemacht. Du hast den Thomas zum Master of Wine praktisch verholfen, so kann man sagen. Letztendlich hast du es selbst gemacht. Aber du hast eigentlich schon am Anfang gedacht, das packe ich nie, oder? Oder hast du gedacht, ich packe das? Ich glaube, wenn man startet und sagt, man packt es nie, dann packst du es auch nie. Ich glaube, man muss sich nur ein klares Ziel setzen, dass man es packen will. Und ich glaube, da braucht man eine gute Strategie, Schlachtplan. Wie man das macht. Ein Schlachtplan, genau. Man muss sich die Zeit zurechtlegen, man muss auch mit seinen eigenen Ressourcen haushalten gehen, man muss gucken, wo sind die eigenen Schwächen. Auch wieder wie im Sport, man muss mit einem klaren Ziel loslaufen, sonst hast du keine Chance. Sonst verlierst du dich. Ja, dann dürft ihr jetzt nochmal anstoßen. Das machen wir gerne. Und ihr habt mir ja versprochen, ich darf gleich auch ein Glas probieren. Das mache ich mal. Glückwunsch nochmal. Danke. Herzlichen Glückwunsch auch euch beiden. Zwei Master of Wine, der eine im Jahr, was war es bei dir? 2009. Und genau 10 Jahre später, ja, da ist er, der Thomas. Ja. Mit 2019 der fast 400. Master of Wine auf der Welt. Ja, ab und zu werden wahrscheinlich der eine oder andere Master Wine wird auch mal versterben, das nehme ich an, oder? Das ist wahrscheinlich dann... Sowas passiert dann auch, ja klar. Okay. Das ist dann wahrscheinlich sehr traurig, aber ihr seid untereinander stark vernetzt, nehme ich an? Ja. Okay. Super. Ja, eine große Gemeinschaft, die Master of Wine der Welt. Ja, tschüss euch beiden und dann noch viel Spaß mit dem Champagner Petit Jean Pien. Tschüss euch.